Ich hatte das echt das erste Mal letztes Jahr gemacht durch meinen Freund. Und davor habe ich Videos gesehen und dachte mir, das ist ja sowas von albern, also mega ulkig, ne? Gerade wenn die dann die Knie so hochziehen, nee, das mache ich nicht. Also das ist überhaupt nichts für mich, das ist, bin ich viel zu cool dafür, dachte ich. Und dann habe ich halt, und mein Freund ist ein cooler Typ und ich dachte, wieso macht der das? Und dann war ich hier und dann habe ich das mal mitgemacht. Ich so, boah, voll geil. Also ich bin Dani Dobner. Ich komme ursprünglich aus München. Und habe die Leidenschaft für Sport schon ganz früh gehabt, also für Bewegung an sich. Bewegung, viel Ausdruck, also sei es über die Stimme, über Singen oder auch über Tanzen. Und war dann ein paar Jahre lang unterwegs, habe ganz viele Kurse gegeben, viele Kursformate ausprobiert. Eher weggegangen vom Tanzen, mehr hin zum Performen. Und dadurch, dass ich auf der Bühne als Sängerin auch schon immer viel performt habe und es für mich immer schön war, zu sehen, was kann ich in Menschen wecken, was passiert da, wenn ich unterrichte oder wenn ich denen Zuspruch gebe, hat mich das sehr geformt. Ich gucke schon, dass es mir noch gut geht, weil so viele Kurse zu unterrichten, so viel Energie abzugeben, ist anstrengend. Ne? Da muss man dann wirklich auch dann immer wieder sich selber nehmen und sagen, Moment mal, Dani, jetzt musst du mal durchatmen. Aber es ist wahnsinnig begeisternd, es ist einfach mitreißend. Ne? Ich bin freiberuflich schon immer, mein Leben lang. Ich war nie in einem Angestelltenverhältnis und wäre auch nichts für mich. Als Selbstständiger ist es sehr holprig. Mega holprig, also du fällst die ganze Zeit auf die Schnauze und stehst wieder auf und so weiter und so weiter. Natürlich geht das dann langsam so hoch, ne? Aber ganz langsam. Also ich hatte schon zweimal eine Phase, wo ich echt auch finanziell am Existenzminimum war. Also wo es wirklich schlimm war, wo ich auch wirklich kein Geld mehr hatte, um meine Wäsche im Waschsalon zu waschen. Und mein Vater war immer so, weil ich sollte eigentlich Jura studieren. Und es wäre auch ganz cool gewesen, aber es war halt, also ich habe es halt nicht gefühlt. Ne? Und dadurch hat er gesagt, Mädel, wenn du das machen willst in Berlin, dann mach das, aber du musst das alleine schaffen. Ne? Und er hatte das halt dann mitbekommen, dass es mir halt finanziell so schlecht ging. Und er hatte dann gesagt, du, du bist ja jetzt schon seit 6 Jahren als Sängerin irgendwie, versuchst du das und Sport und ich weiß überhaupt nicht, wie ich dich da greifen soll und ich kann nicht mehr an dich glauben. Also, ich kann da nicht mehr hinter dir stehen. Und das war für mich so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Das war ganz schlimm. Und dann habe ich halt erstmal mir von Leuten aus der Familie Geld geliehen, habe das alles zurückgezahlt, habe die dann letztendlich zurückgezahlt. Also es lief halt schleppend, aber es hat funktioniert. Und deswegen denke ich halt eigentlich nie negativ, sondern immer sehr positiv. Und plups, schon kam eine Gig-Anfrage, also eine Auftrittsanfrage. Ja, hast du Zeit, in Malaysia zu singen? 3 Monate. Ja klar, bin voll dabei. Hier geht sowieso gerade alles unter, ich bin weg. Ich war da ganz alleine, ich war 26. Ich kann jetzt eigentlich keinen um Rat fragen oder meine Sorgen anvertrauen. Ich muss es mit mir selber ausmachen und es hat mich total bestärkt und also stärker gemacht. Gerade beim Sport sind viele Menschen ängstlich, weil sie sich offenbaren müssen, weil sie anfangen zu schwitzen, weil sie nicht mehr so schön aussehen in ihren Augen, weil sie vielleicht Sachen nicht sofort können, gerade auf diesem Trampolin und auch, weil sie eventuell eine Motivation haben, die mich traurig macht, weil sie sagen, ja, ich muss ja, ich bin so fett oder ich bin so hässlich oder ich bin was auch immer. In diesem Raum kann niemand irgendwas falsch machen. Selbst wenn die vom Trampolin runterfällt, dann kommt sie wieder hoch. Kein Problem, da will niemals irgendjemand lachen oder irgendwas machen. Oder und allein wenn es halt nur in diesem Raum ist, dass sie einfach das Gefühl haben, hier bin ich einfach gut und hier bin ich toll und hier werde ich geliebt. Für das, dass ich einfach da bin, weil ich nehme jeden wahr und ich schätze auch jeden, der kommt und der jede Woche wiederkommt. Und viele brauchen vielleicht mehr, als einfach nur die Schritte erklärt zu bekommen. Das ist für mich kein Trainer sein. Für mich ist Trainer sein viel mehr. Also, und das ist das Schöne daran.